Ja, hallo Freunde der Nacht. Es geht wie los und zwar eine Aufnahme. Also ich habe mir jetzt doch überlegt, noch weiter aufzunehmen, weil ich habe jetzt schon mal ein bisschen so begutachtet das Video und das war, meine Meinung war okay. Also es war nicht so schlimm, wie ich das mir eigentlich vorher, also wo ich das mir halt vorgestellt hatte. Und ja, wir bauen einfach weiter. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir jetzt so einen Teil haben wir jetzt schon mal, also den Teil, den wir jetzt hier haben, der ist ja jetzt schon mal hier und das werde ich auf jeden Fall wieder ändern, diesen Raum. Der kommt nämlich da unten hin, da geht er. Genau, der Direktor geht da unten hin, weil der hat da nichts zu suchen und dann können wir schon mal forschen. Das ist das Erste, was wir forschen. Vielleicht ein bisschen lauter stellen. Ja, weil ich ja mit Rekorder aufnehme und da ist es halt ein bisschen schwierig, dass da. Im Prinzip kann das ja egal sein. Ich kann ja, dass ich das halt auf mein Ohr habe, mache ich das jetzt gerade mal. Ich versetze einfach mal die Boxe. Und dann kann ich halt einfach selbst wissen, was hören, weil das ist ein bisschen dämlich. Was ist mit denen hier los? Der ist hier am Abruckeln, Abruckeln. Dann kann ich nämlich auch nebenbei das Spiel ein bisschen hören und ich kann es dann lauter stellen. Da muss ich keine Angst haben, dass das mit in der Aufnahme ist, weil das ist natürlich schlecht, wenn man das dann halt mit einer Aufnahme hat und man hat das quasi doppelt und dreifach. Und genau, dann habe ich diesen Geräusche. Und ja, hat jetzt auch 2 Minuten gekostet. So, dann drücken wir mal trotzdem wieder mal auf Pause, um halt mal nochmal so den Überblick. Also das ist soweit fertig. Also in den Ecken werden auf jeden Fall Türme stehen. Da. Neun mal neun. So, das ist das nächste, was ich brauche. Also, das ist fertig. Strom müsste ich vielleicht nochmal verlegen. Da habe ich jetzt zwar jetzt alles verlegt, aber ich verlege das einfach mal hier. Mal die Zwischentür auch noch mal hier reinsetzen und vielleicht auch da, weil ein Büro ist ja eigentlich zu nicht so offen, dass da halt jeder reingucken kann und ja. Jetzt ist die Frage. Strom habe ich verlegt, aber noch nicht überall. So. Die Wege verlege ich auch später, weil das kostet alles extra Geld und das haben ja, oder das habe ich halt einfach nicht. Weil ich muss ja jetzt sparen und sparen und sparen. Weil das nächstgrößere Problem.
Also kein größeres Problem. Also im Prinzip müsste hier die Kantine sein. Und da irgendwie die andere. Es müsste irgendwie mittig verlaufen. Elf, also 22. Nee, hier ist es, muss ich ja noch mit dazu rechnen. 11. Genau. Also ich bin jetzt mal großzügig. Also das heißt großzügig. Ich mach das nach Bauchgefühl. Also hier sind Sitzbänke. Also es bleibt jetzt hier nicht, diese Wand wird da nicht gebaut, sondern das ist einfach nur, damit ich weiß, wo die Mitte ist. Und mehr ist das nicht. Das andere habe ich, oder ich mache doch eine Wand rein, aber nicht so dick. Weil ich möchte ungerne. Warte mal, dann kommt hier. Oder ich mache da einfach einen Weg hin. Weil ich will's halt so machen, dass man halt. Dass da zwar alle reingehen können, aber ich muss es halt ein bisschen. Und die waren, glaube ich, fünf lang. Nee. Fünf. Fünf, dann passt hier was nicht. Ach so, da ist ja. Da ist es. Ja, dann passt es aber trotzdem nicht. Das sind 12. Okay, passt doch. Also ich brauche jetzt wirklich nach Bauchgefühl. Ich baue nicht mehr so. Wo ich viel nachdenke, sondern ich mache das so, wie ich das so ein bisschen, ich das halt sonst eigentlich nicht so mache, weil das plane ich wirklich oder probiere aus oder kopiere halt auch Dinge, die man auch so auf YouTube so sieht. Das kann ich, dann kann natürlich auch passieren. Ich meine, das an sich ist, glaube ich, zu. Oder ich mache das so. Es wirkt halt sehr klein, diese Kantine. Bei 12 Plätze. Und hier kommt dann, ja. Vier. Kommen dann die Kühlschränke hin. Steht da eigentlich nicht.
Ja. Keine Ahnung, da müssen wir halt einfach mal probieren, ob das funktioniert. Oder ob ich nicht schon zu breit baue, dass das jetzt eigentlich kommt, dass die Küche ist viel zu groß. Das ist, muss viel enger sein. Die Küche an sich ist schon ziemlich groß, Alter. Da muss man hier nicht hier. Nicht so klein bauen, also nicht so groß bauen, weil das in der gesamten Länge ist es doch schon eine riesen Küche oder riesen Kantine oder riesen Küche, also Kantine, es könnte ein bisschen größer sein. Und dann sind eigentlich dieser jetzt. Da könnte ich jetzt diese Waschbecken hinbauen. Und da. Nee, da mache ich auf jeden Fall zwei, lasse ich. Genau. Das bedeutet auch, dass hier der Eingang hinkommt. Dass da hier. Tür. Metalldetektoren. Zwei Stück. Und wieder eine Tür. Und da ist der eigentliche Eingang. Das bedeutet. Ich brauche ja noch so. Das wird hier dann auch. Ja. Ich glaube, ich mache das noch viel. Ich glaube, die mache ich noch viel enger. Man sieht ja hier. Fünf. Oder ich mache das doch größer. Acht mal acht, das schickt vollkommen. Und also hier kommt dann der Raum. Den mache ich vier am besten hoch. Hier kommt die Lieferung hin. Vier oder fünf? Vier. Vier. Oder soll ich fünf machen, dann sieht es vielleicht schöner aus. Ich mache fünf. Und da kommt dann der Abfall hin. Das bedeutet, da wo jetzt kommt auch eine Wand hin.
geschickt ist. Ja. Und das wird dann halt auch zugemacht. Und das kommt weg. Sieben. Das waren sieben. Genau, dann mache ich hier. Oder nee, muss ja schon gleich sein. Ja, aber das kann man. Also ich will nur einen Eingang haben. Das bedeutet, das kommt hier hin. Und dafür das hin. Und dafür das hin. Und dann haben wir hier zwei und da haben wir auch zwei. Und dann haben wir das zwar ein bisschen verbreitert. Das können wir vielleicht noch länger ziehen. Elf. Das war so groß. Nee, das passt gerade. Das passt gerade so, aber das war trotzdem breiter. Und naja, muss ich auch sehen, dass ich das noch verändere. Komm, das bleibt so. Das muss ich an sich ändern. Aber es wird dann halt alles viel größer. Ja, das lasse ich so. Ja, ja, das ist okay. Das ist okay. Dann mache ich vielleicht da noch mal. Und dann ist das auch hier weg. Dann kommt hier eine kleine Tür hin. Das bedeutet 10 und 10. Hier kommt auf jeden Fall eine Tür hin. Und da auch eine Tür hin. Und da kommt der nächste Raum hin, also die nächsten zwei Räume. Also da sollen mal irgendwann diese Kameras rein und nee, das ist falsch. Ich muss so noch zu. Ja, und das andere baue ich einfach zu, damit die jetzt, damit halt irgendwann, wenn die Gefangene kommen, dass die hier nicht durchlaufen, sondern das ist quasi geschützter Bereich. Und da hat keiner was zu suchen.
tun wir mal schneller. Und das tun wir auch nochmal schließen hier. Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen auf Sparkurs wieder gehen. Also, da wird es auf jeden Fall